Willkommen beim Tech Palantir, dem Technik-Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und hier sind eure Hosts, Tobias und Johnny. Das Hackbanging war keine gute Idee nach dem Sport. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Johnny. Schönen guten Abend, hallo Tobias. Das ganze schöne Dehn ist jetzt kaputt. Tja, Sport ist Mord, sage ich doch immer. Ja, aber Johnny, geht's dir gut? Nein, ich bin einfach müde im Moment. Das ist zu viel auf einmal, jobmäßig. Du hättest sagen müssen, nein, mir geht's ganz gut. Wieso? Nein. Nein, sowas kann ich nicht. Weil du klingst ganz anders. Klinge ich jetzt besser? Natürlich klingst du besser. Woran könnte das denn liegen? Ich habe zufälligerweise irgendwie so ein komisches Paket vorgestern auf der Türschwelle liegen gehabt. Und da war was drin, was dafür sorgt, dass ich besser klinge. Das heißt, du bist jetzt auch im Club der Shure SM7X. Ja, wir haben jetzt alle dasselbe Mikrofon und der Tobias freut sich wie Bolle, dass er jetzt weniger Arbeit mit der Nachbearbeitung des Tons hat. Nein, Tobias freut sich vor allem, dass wenn ihr mal wieder den Kopf leicht vom Mikrofon wegdreht, er immer noch was versteht. Das stimmt. Also wir haben aufgerüstet im Verein. Ihr habt jetzt Mikros vom Verein bekommen. Meine sind ja privat bezahlt. Und mein Schatz. Aber es soll ja heute nicht um Mikrofone gehen, lieber Johnny. Richtig. Es ist soweit, ne? Die letzte Folge, die noch fehlte. Das ist richtig. Quasi die Vorbereitung für das nächste Tolkien-Seminar. Richtig, die erste Folge war, glaube ich, die Nachbesprechung des Seminars. Richtig. Damit und das ist jetzt die 10. Folge, die wir aufnehmen. Die 10. Jubiläum. Sehr gut. Wir haben es ein Jahr durchgehalten. Und es gibt immer noch Leute, die uns hören wollen. Faszinierend. Ja, dann lass uns mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns mal ein paar Gedanken machen für eine neue Veranstaltung, das Tolkien-Seminar. Ganz kurz für die, die es nicht wissen, eine jährlich stattfindende interdisziplinäre Konferenz, immer ausgerichtet an einer Universität oder in Kooperation auch mit einer Universität. Und hier gibt es dann hauptsächlich wissenschaftliche, ausgearbeitete Vorträge und Co. Und seit 2 Jahren, genau, das ist dein zweites Mal, ne? Das wäre jetzt mein zweites Mal, das ist richtig, ja. Dann machen wir dieses Jahr zum dritten Mal diese Veranstaltung als Hybridaktion. Und das Interessante ist natürlich auch, das Mikrofon ist so gut, ich höre den Feuerwehr oder den Rettungswagen, der bei euch vorbeifährt. Und der war nicht wirklich laut. Dadurch, dass wir an einer Universität sind, wo wir bisher noch nicht waren, ist es immer so ein bisschen wie eine Blackbox. Und wir wollen natürlich auch diese Veranstaltung wieder hybrid machen, weil es ganz viele Menschen gibt, die auch von Übersee oder so da sind, die dann natürlich jetzt nicht nach Göttingen reisen wollen oder können, aber ja vielleicht sagen, ach so, dieser eine Vortrag, der interessiert mich, da schalte ich mich mal rein. Und dann geht es darum, uns zu überlegen, wie wir das machen. Und ich würde sagen, Johnny, lies am besten mal kurz vor, mit welcher Ausstattung wir in den Hörsaalen zu rechnen haben. Ja, und zwar habe ich die Information von Sophie bekommen, die das vor Ort organisiert. Also, hier die Aussage der Uni zur Ausstattung der Hörsäle, die wir nutzen. Die Hörsäle sind fest bestuhlt und mit Beamer, Overhead, Lautsprecheranlage, Leinwand, Tafel, Internetzugang, in Klammern WLAN und Mikros ausgestattet. Das ist jetzt erstmal relativ wenig aussagend. Das hört sich für mich an wie so ein stinknormaler Hörsaal, den es in vielen Unis einfach gibt. Wahrscheinlich ohne Fenster, mitten im Gebäude. Da müssen wir jetzt mit auskommen. Ich gehe sogar davon aus, weil ich Sie richtig verstanden habe, dass es eher in Richtung Audimax geht. Das ist wohl ein etwas größerer Raum, der auch sehr gut ausgestattet ist. Ja, ich bin jetzt ein wenig zwiegespalten. Vor allem, wenn man sich jetzt einfach mal überlegt und in Erinnerung ruft,
wie das Ochsenmut das Ganze gemacht hat und ob wir die ganze Chose nicht vielleicht sogar mit einem minimalistischsten Aufwand, den man je betreiben kann, umsetzen kann. Weil wenn wir dort einen Rechner haben, der halt dann auch am Beamer und Co. angeschlossen ist, wir also theoretisch einen festen Rechner haben, dann könnte man ja darauf im Prinzip Zoom laufen lassen, der dann permanent das gleiche Bild, also immer die Präsentation in Vollformat zeigt und das Video immer dann halt, ich weiß nicht, wo das bei Zoom dann ist, unten rechts reinpackt. Dann wird halt einfach vorgetragen und das Ganze wird dann entsprechend direkt in Zoom eingespeist. Du meinst also, dass also der Computer, der am Tisch der vortragenden Person steht, direkt die Präsentation enthält und dort ein Zoom-Client läuft, der diese Präsentation teilt und zusätzlich noch über die eingebaute Kamera oder eine Kamera, die wir da hinstellen, mit einem Wandler von HDMI auf USB zum Beispiel, ja, ist vorhanden, dann das Kamerasignal einspeist als USB-Gerät. Das müsste funktionieren, könnten wir auch vorher testen, ob Zoom diesen Wandler erkennt. Dann würden wir uns tatsächlich alles sparen. Bis auf eine Sache. Ton. Wie kriegen wir den Ton da rein? Da hätten wir noch die andere Möglichkeit. Ich habe ja noch ein kleines Clip-Mikrofon, das Röde Clip-Mikro. Das könnten wir anschließen und über ein Audio-Interface, zum Beispiel das Behringer, was hier neben mir steht, dann als weiteren Toneingang per USB in den Rechner reinschieben und dann der Toneingang des USB der USB-Wandler ist für Ton und als Videoeingang der USB-Wandler für Video. Das wäre quick and dirty. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt der neue Podcast der Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Ich schaue nämlich gerade mal, wie das aussieht, weil es gibt ja dieses Jahr eine kleine Besonderheit, und zwar, dass es das erste Mal Hybrid ist mit einem zweigeteilten Samstag. Ja. Es gibt dann einen zweiten Raum ab Samstag 14 Uhr für vier Vorträge, die ausschließlich online stattfinden. Dafür gibt es auch einen eigenen Hörsaal, wo man im Prinzip einfach nur wieder Zoom an die Wand schmeißen muss, aus dem Rechner rausgehen, Audio anschmeißen. Da ist wohl auch, was ich sehr merkwürdig finde, wie gesagt, das ist ja erstmal nicht vorausgesetzt, wie wir es handhaben, können wir ja jetzt gleich nochmal besprechen. Da ist dann nämlich keine Kommunikation in Audioform mit der Person verbunden. Ich bin auch nicht ganz klar, ob das ist, was ich für die DTG haben möchte. So quick und dirty geht ja, aber wir können ja eigentlich auch mehr. Also das würde bedeuten, dass wir an dem Bild, was übertragen wird, nichts ändern können. Das heißt, es ist immer eine Präsentation mit eingeklinktem Kamerabild, was dann links, rechts, oben, unten, keine Ahnung wo ist. Wir können also nicht, wie zum Beispiel über das Atem Mini Pro, welches wir bisher eingesetzt haben, beeinflussen, ob wir nur das Kamerabild zeigen oder nur die Präsentation oder kombiniert. Das war ja der große Vorteil. Wir konnten also darauf reagieren, wie sieht die Präsentation aus, was sagt die vortragende Person oder gibt es da Notwendigkeiten, dass dann nur das Kamerabild gezeigt wird. Das können wir nicht beeinflussen. Wie gesagt, und was man natürlich dann noch das Problem hat, aber dieses Problem werden wir wahrscheinlich eh haben, außer wir packen das komplette Auto voll mit Adaptern und Wandlern und Co., dass es dann wahrscheinlich nicht möglich sein wird, die Publikumsfragen. Also im idealsten Falle ist es eigentlich so, dass wir eine Audiotechnik dort haben, die man dann auch mit einer Cinch zu Klinke Kabel, also mit dem allseits bekannten Y-Kabel, von dort aus das komplett abgemischte Audiosignal
in den Rechner wieder einspeist. Weil dann brauchen wir zumindest keine Audiotechnik mitnehmen. Und wenn Fragen gestellt werden, das ist ja immer das finde ich Relevante, bekommen die Leute im Stream das dann halt auch mit. Richtig. Der eine Knackpunkt ist, wir wissen nicht, ob wir an das, ob es da ein Mischpult gibt mit offenen Anschlüssen, ob es ein Anschlussfeld gibt, können wir da dran. Im Zweifelsfall schraube ich auch gerne an irgendwelchen Anschlussblenden rum, die da irgendwas blockieren. Aber wir wissen gar nichts. Und ich befürchte, dass Sophie hier auch nicht viel helfen kann, weil sie, was die technische Ausstattung hat, da keine Ahnung von hat. Das ist jetzt nichts gegen Sophie, das ist einfach nur, das ist halt nicht ihre Aufgabe. Meinst du nicht, dass es dann das Sinnvollste wäre, wenn sie den Kontakt zwischen dir und zum Beispiel einer verantwortlichen Person, so ein Technikchef von der Uni Göttingen mal herstellt und man dann einfach hergeht und sagt, lass einfach mal kurz 5 Minuten telefonieren, was brauchen wir, was gibt es? Mhm. Manchmal gibt es ja auch so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, hätten sie mir das letzte Woche gesagt und nicht heute. So wenn wir Freitag ankommen und dann heißt es so, tja, jetzt schaffe ich das auch nicht. Gestern hätte ich noch was machen können. Also vielleicht wäre es tatsächlich gut, da nochmal. Das werde ich mit ihr mal anleiern. Ich werde sie mal fragen. Andererseits, es gäbe noch einen anderen Weg. Wir haben Zugriff auf 4 Sennheiser-Funkstrecken. Also der Jan hat welche, der hat 4 EW100 G3 mit einem 945er Kopf drauf, also sehr qualitativ hochwertige Geräte. Die könnten wir mitnehmen und wir mischen quasi das komplette Signal ab. 4 Funken reichen ja aus, wir brauchen 2. Dann ein Signal geht aus dem Mischpult in den Zoom-Stream und das andere Signal würde dann rausgehen an die Hausanlage. Würde auch bedingen, dass wir einen Eingang haben in der Hausanlage, den wir überlegen können. Das sollte ja im Regelfall das geringste Problem sein, weil man ja meistens bei solchen Sachen einen Laptop auf den Pult hinstellt und dann hat man ja meistens so einen Klinke, den man dann in den Rechner einstapseln Richtig. Kann. Das Richtig. Heißt, man bräuchte dann halt einfach Female Klinke auf der einen Seite, um falls man auf der anderen Seite nicht rankommt. Das heißt, da müsste man dann halt entsprechende Kabel mitnehmen. Klinke, Kinch, XLR, dafür können wir sorgen. Aber das wäre zum Beispiel ein gangbarer Weg. Wir haben vier Mikrofone und wir gehen dann halt tonmäßig dann einmal in Zoom raus und einmal an die Hausanlage. Ja, dann ist natürlich nur die Frage, wie, also wir müssen natürlich nur auf Feedback achten. Mhm. Dass da diesbezüglich nichts, da muss man dann halt sagen, wir haben, wie gesagt, den großen Vorteil, dass wir nichts haben, wo es aus dem Stream über die Hausanlage geschickt werden muss. Also wir haben diesen Rückkanal nicht. Nee, den haben wir nicht, nein. Das wäre die Gefahr fürs Feedback. Ja, wobei das durchaus passieren kann. Lass uns einfach mal damit kalkulieren. Es kann ja immer noch sein, dass irgendjemand krank wird oder also so nicht so krank, dass sie den Vortrag nicht halten kann, aber so, dass sie sagt, so ich möchte keinen anstecken, aber wenn ich zu Hause irgendwie am Schreibtisch sitze und die Präsentation halte, ist das genauso okay. Und dass wir dass man dann sagt, so Reisen ist mir zu unsicher, aber von zu Hause mache ich das, also würde ich gerne meine Präsi von zu Hause machen. Das heißt, wir müssen diesen Fall auf jeden Fall berücksichtigen. Wenn wir ihn da nicht brauchen, ist das ja kein Problem. Okay, wissen wir das vorher? Das müssen wir erfragen bei Sophie im Prinzip. Kann ich dir abnehmen. Am Freitag der Vortrag von 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr Polish Book Covers wird online stattfinden. Online in dem Online-Raum oder online in unserem Raum? In unserem Raum, das ist ja der Freitag. Das ist ja mindestens ein Vortrag, der online stattfindet, wo wir dann also das Audio auch wieder aus dem Online-Stream über die Hausanlage, sage ich jetzt mal, schicken müssen. Das ist ja machbar. Gleichzeitig muss es aber möglich sein, die Frage oder Fragen aus dem Plenum der Person zu stellen. Das ist ja auch machbar, weil wir werden ja auf jeden Fall einen Computer mit Zoom da stehen haben. Auf jeden Fall. Der ja auch das Bild auf den Beamer wirft von Zoom. Und in diesen Rechner geht ja auch das Audiosignal
entweder aus der Hausanlage, aber ich gehe davon aus erstmal, dass wir unsere Mikrofone verwenden, dass wir dann da, das können wir ja einspeisen, das geht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir das, das Kamerasignal auch über den Atem, ach nee, oh, ich bin gerade am, ich habe gerade einen Knoten im Hirn. Also wir sind jetzt gerade vom Best Case gestartet, ganz bewusst, ja. Weil das war jetzt die einfachste Variante. Jetzt kam das erste Problem, dass wir zumindest eine Person haben, die auch online ist. Das heißt nämlich im Umkehrschluss auch, wir brauchen ja eine zweite Kamera, die dann für den Online-Vortragenden auch die Person einfängt, die die Fragen stellt. Wie beim letzten Jahr auch. Da steht dann das, das Mikrofon auf dem Stativ an einem bestimmten Punkt, wo die Kamera, die zweite Kamera drauf steht. Richtig, aber das bedeutet ja, dass wir das gar nicht, damit die Person das sieht, die Person ja gar nicht an dem, oder die zweite Kamera nicht am Zoom-Gerät, der vorne steht, drin ist. Das heißt, das ist der Zeitpunkt, wo wir über das Atom gehen müssen. Ja. Was aber auch wieder heißt, du brauchst einen vernünftigen Splitter, der das Ausgangssignal von dem Präsentationsrechner richtig einmal zum Beamer schickt, damit es angezeigt wird und einmal an dich geschickt wird, damit wir die Präsentation, damit wir das dann halt in Zoom füttern können. Richtig. Die wir haben, sind so lala. Ja, das weiß ich. Darum hatte ich dir ja auch gesagt, oder müssen wir halt einfach mal, oder musst du mal gucken, was da, warte, HDMI. Da hatten wir ja schon welche rausgesucht. Ich hatte ja, da hatten wir auch schon drauf geguckt, vorletztes Wochenende. Vorletztes Wochenende war ich in Jena. Vorvorletztes Wochenende. Nee, vorletztes Wochenende. Das ist mittlerweile schon wieder vier Wochen her. Vier Wochenenden. Oh Gott. Also das vierte Wochenende. Ich hab's, hier ist es. Tust es ins Pad, dann kommt sie mich auch in die Shownotes mit rein. So. Und was du da natürlich auch nicht vergessen darfst, Johnny. Oh, wollten wir tatsächlich das Riesenteil holen? Das wäre das Größte, ja. Aber da gibt es natürlich auch noch die Variante 4 in, 4 out. Das kostet noch nicht mal die Hälfte. Wenn du dann umswitcht auf demselben Link, ja, alles gut, auf alles 4 gut in, 4 out, ne? Das sollte eigentlich auch gehen. Der 8x8 mit Web-Control, das hat natürlich ein bisschen Charme, weil du dann nämlich das Gerät auch über ein Webinterface steuern könntest, über ein Netzwerkkabel. Ja. Das war der Grund. Gut. Wobei 4 in, 4 out, eigentlich brauchen wir tatsächlich ja nur die Splitting-Funktion. Ja, das kann man auch einmal per Hand einschalten auf den Buttons vorne am Gerät und das war's. Aber der hat doch auch einen LAN-Anschluss. Was macht denn der LAN? Ich glaube, das Bild ist, das ist tatsächlich, hat auch einen LAN-Anschluss. Was ist denn der Unterschied zu dem Web-Control? Ja, bei Amazon weiß man also nie, was ist. Ja. Es hat auf jeden Fall zwei Sterne, zwei Bewertungen. Der große? Ja. Ja, ja, ja. Der kleine hat 35. Hier ist eine Bewertung. Fernbedienung/Steuerung über PC/App sind möglich, aber eigentlich unnötig. Einschalten, einen Knopf für den benötigten Eingangskanal und je einen Knopf für den gewünschten Ausgang drücken, Enter. Okay. Also wenn wir diesen Weg gehen sollten, dann brauchen wir tatsächlich dieses Gerät oder ein vergleichbares, weil die günstigen HDMI-Splitter immer Probleme haben mit irgendwelchen Signalen, dann wird das nicht angezeigt. Jetzt hatte ich zum Ting auf dem langen Kabel das Problem, da war das Signal invertiert und solche Sachen, das nervt. Es ist jetzt halt einfach, also wie heißt es so schön, wir sind nicht billig genug, wir sind nicht reich genug, um billig zu kaufen. Genau, wir sind nicht billig genug, um reich zu kaufen, passt irgendwie nicht. Das ist natürlich jetzt schon eine Hausnummer. Wenn man jetzt einfach mal hergeht und ist einfach mal sachlich überlegt, gibt es eine Situation, wo wir die 8 Eingänge brauchen? Nein. Sicher. Also ich rede ja jetzt nicht nur vom Seminar. Ich rede ja jetzt zum Beispiel auch beim Tolkien-Tag oder beim Ting. Beim Ting und bei den Tolkien-Tagen haben wir immer die Funktion 1 auf 2 benötigt. 1 auf 2? Ja. Du meinst ein Eingang auf 2 Ausgänge. Genau.
Genau, das ist das. Der Präsentationscomputer, der einmal auf den Beamer geht und einmal auf das ATEM. Und andersrum haben wir es bis jetzt noch nicht gebraucht. Mehr als einen Zuspieler hatten wir bis jetzt noch nicht. Nein, ist jetzt die Frage. Kommt das irgendwann? Ich vermute mal eher nicht. Die Auswahl wird uns dahingehend ein wenig abgenommen, Johnny, dass die 4x4 nicht mehr lieferbar ist. No. Alter. Tja. Gibt es eine Alternative? Naja, man kann die 8x8 kaufen. Du kriegst immerhin zwei HDMI-Kabel, 2 Meter kostenlos dazu. Ja, es gibt ja noch den 8x8 ohne Web-Control. Der ist nicht ganz so teuer. Ja, ich würde auf jeden Fall mich gleich mal versuchen, nochmal schlau zu machen, wie dieses Web-Control aussieht. Also was man da machen kann, weil ich plane ja jetzt schon mal ein wenig weiter. Und ich möchte ja jetzt nicht mit der nächsten mich mit der nächsten Geschichte irgendwie limitieren. Klar, also dass wir das 16x16 nicht brauchen, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ja. Aber die Überlegung ist dann halt so, wie gesagt, wir haben in Anführungszeichen gerade das Geld für sinnvolle Anschaffungen. Und das ist halt so die Frage, ist das eine sinnvolle Anschaffung oder sagt man eher, man investiert nochmal in neue Kameras? Aber das ist dann halt auch wieder so eine Geschichte, dieser Splitter ist ja an und für sich. Ich glaube, es gibt gerade keine Überlegungen, HDMI abzuschaffen. Dementsprechend, nee. Das Einzige, was man halt aufpassen muss, da weiß ich nicht, wie das aussieht, es ist halt nur HDCP 1.4. Den genauen Standard, HDCP ist doch... Es ist nicht der aktuellste. Der aktuellste ist die 2.2, soweit ich weiß. Hast du HDCP oder HDMI gesagt? HDCP ist nicht so hoch wie HDMI. HDMI. Also der HDCP ist halt eine Art des Kopierschutzes von bei Monitoren und Co. Und der alte Standard ist HDCP 1.4. Und das heißt halt einfach nur, wenn man aus irgendwelchen Gründen HDCP 2.2 geschützte Inhalte abspielen möchte und ein Gerät unterstützt das nicht, bleibt natürlich das Signal blöd. Jetzt kann man auf den ersten Moment sagen, ja, welche Präsentation hat das schon? Aber es kommt ja je nachdem bei Apple und Co. drauf, welche Adapter du hast und welche Sprache sie sprechen. Richtig, Adapter. Und falls du auf die Idee kommen solltest, zum Beispiel DVD- oder Blu-ray-Zuspieler zu verwenden. Ja. Das ist richtig, aber... Alle Endgeräte der HiFi-Landschaft, welche geschützte Audio- oder Videoinhalte übertragen und verarbeiten müssen, benötigen HDCP 2.2. 2.2 sind wir schon, okay. Ja, allerdings natürlich das mit dem Smartphone, selbst gedrehte 4K-Video braucht diesen Standard nicht. Nein. Und das ist dann nochmal etwas, was die ganze Sache dann natürlich schwierig macht, wobei ich gar nicht weiß, ob es überhaupt... eine HDMI-Matrix mit HDCP 2.2 gibt. Ja, bestimmt von Blackmagic oder so. Also ich habe eine 8x8 von Kramer. Da sind wir dann bei 6.199 Euro. Ja, das ist dann Broadcast-Zeugs. Ja, so, wir packen euch auf jeden Fall nochmal einen Link zum Thema HDCP mit rein. Ist etwas, das man natürlich auch wunderbar zu Hause oder wo man ja auch mal zu Hause drüber stolpern kann, wenn auf einmal das Bild schwarz bleibt am neuen Fernseher, weil das Kabel irgendwie das Ganze nicht kann, sollte man sich mal, also dann ist das immer mal so ein Anhaltspunkt, wo man gucken kann. Also wie gesagt, wir haben jetzt gerade zwei Fragen oder zwei Probleme in Anführungszeichen. Hier, ich habe einen gefunden. Graythek HDMI 4.2 Switch. Ist erheblich günstiger. 55 Euro. HDCP 2.2. Ja, das ist 4 Eingänge auf 2 Ausgänge. Ja, reicht ja. Erheblich günstiger. Ja, aber nochmal, wir sind nicht reich genug, um billig zu kaufen. Richtig. Ich glaube nicht, dass das qualitativ ausreichend ist. Ja, das ist noch so, kaufen wir das Große, womit ich prinzipiell kein Problem habe. Wir haben das auf dem Vorstandswochenende ja entsprechend thematisiert. Ja. Brauchen wir es? Brauchen wir es nicht? Was ist
was ist vernünftig? Also das ist gerade so ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Und dafür sind wir tatsächlich zu wenig Experten. Ja. Naja, der 8x8-Splitter ist zumindest in den USA im Prime-Angebot, die Schweine. Da kostet er nur $519. Warum ich jetzt allerdings auf die US-Seite gekommen bin, weiß ich nicht. Aber siehe da. Andere Anbieter spezifizieren gar nicht den Kopierschutz mehr. Da steht nur HDCP. Ja, also gut, da müssten wir also nochmal in Medias Res gehen. Ich hätte hier noch einen für... Ich habe auch noch einen reinkopiert gehabt. Ich hätte hier noch... wo habe ich dich? So, ich habe eins mal reingehauen. Und zwar gehe ich... Ja, der sieht mir zu billig verbaut aus, deiner. Ich habe dir jetzt noch das S-Coro 4x4. Ja, habe ich offen. 60 Hertz, HDCP 2.2, Infrarotentfernung, Fernbetreuung, skalierbar auf 1080, also Full HD. Hat auch ein Ethernet-Kabel, hat SPDIF Output, 4 Eingänge, 4 Ausgänge. Auch ein Ethernet-Anschluss, wofür ich mich immer noch frage, was über Ethernet dann läuft. Tja. Und kann sogar 4K, genau, das ist ein Scaler von 4K auf Full HD. Und wenn wir innerhalb der nächsten 3 Stunden bestellen, sparen wir 15%. Und hat 751 Bewertungen und einen Durchschnitt von 4,2. Das ist für Amazon-Verhältnisse absolut in Ordnung. 5 ist eh unrealistisch. Das sind dann gekaufte Bewertungen. Und wenn bei so vielen Bewertungen 4,2 rauskommt, ist das schon okay, glaube ich, ne? Ja, dann würde ich doch sagen, dann bestelle ich jetzt den mal. Alles klar. Lass ihn zu dir liefern. Das ist super, weil dann teste ich den direkt. Und dann ist das auch preislich etwas, wo ich sage, das ist vollkommen okay. Wir haben die 4K-Option. Wir haben den aktuellsten Standard. Und dann schauen wir uns das Ganze halt entsprechend einfach an. Und es kann wohl auch ein IP-Control geben. Also auf der ersten Grafik sieht es sehr danach aus, dass es dann eine einfache Webseite mit grafischer Oberfläche gibt, wo man halt ein bisschen hin und her klicken kann. Und das auch jetzt noch, weil wir heute aufnehmen, im Prime-Deal. Ja, super. Und das Ding hat sogar einen verschraubten Netzteilstecker. In Ordnung. Noch besser. Und wenn wir ja hergehen und sagen, 4 Stück reichen oder 4 Eingänge, 4 Ausgänge reichen uns, dann ist das, glaube ich, jetzt tatsächlich von allen... Die sinnvollste Variante. Von allen Optionen die sinnvollste Variante. Und ist preislich auch immer noch niedriger als das, was die andere Marke, und ist besser bewertet und wird am Freitag zugestellt. Alles klar. Dann teste ich den. Da stellst du nämlich die nächste Frage. Womit teste ich den? Freitag, 13. Ja, Stammtisch übrigens in Köln. Was meinst du mit, womit testest du den? Also, wir brauchen ja Zuspieler. Ja. Nehmen wir den Zuspieler, den die Vortragenden selber mitbringen, oder stellen wir da einen hin? Da die wenigsten einen Laptop mitnehmen, ist es eh gut, wenn wir da einfach was hinstellen. Dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich könnte ein MacBook Pro mitbringen, ein 17er, noch ein Intel-Gerät, aber das ist ja vollkommen egal. Da hätte ich sogar ein Office-Paket drauf, ja, ein aktuelles, sodass dann halt, wenn da eine PowerPoint draufkommt, PowerPoint abgespielt werden kann, mit den üblichen Office-Schriften sogar. Das ist ja das Wichtigste überhaupt, weil ja, oft nehmen die, das ist das große Problem bei der Präsentation immer. Dann würde ich nämlich dafür, dass das Gerät hat USB-C Anschlüsse, dann würde ich einen Adapter dazu nehmen. Ich glaube, ich kaufe sogar einen zweiten zur Sicherheit. Und das dann mit den langen Kabeln, die ich habe, dann direkt teste mit dem Arte Mini. Hast du neue Kabel? Ja, gut. Ich habe jetzt eine ganze Kiste voll HDMI-Kabel von 1 Meter bis 20 Meter. Sehr gut.
Und jeweils immer paarweise, damit wir auch entweder einen Ersatz haben für ein ausgefallenes Kabel oder zwei Kameras oder was auch immer anschließen können. So. Und dann würde ich das nämlich direkt mit dem Gerät, was auch zur Präsentation genommen werden soll, dann getestet wird. Ja. Und ich weiß, du hast auch noch ein MacBook Pro. 13 Zoll, glaube ich, auch noch. Kannst du das mitbringen? Nee, ich habe nur die großen. Du hast nur die großen, echt? Ich dachte, okay. Nee, Entschuldigung, ich hab auch noch, das ist dann der M1, der erste. Ja, ich dachte als Backup-Variante, damit wir ein zweites Gerät in der Hinterhand haben. Klar, kann ich machen. Weil dann hätten wir zum Beispiel das Präsentationsgerät abgefrühstückt. So, brauchen wir noch ein weiteres Notebook oder irgendein PC. Also ganz kurz, was du bei diesem Mikrofon schon aufpassen musst. Ja, ich bin gerade dran gekommen, sorry. Wenn du es machst, Wenn du es machst, während du nicht sprichst, kann ich das ja rausschneiden. Wenn du es aber machst, während du sprichst, wird das schwierig. Dann würde ich sagen, ich fange jetzt nochmal an der Stelle an, wo ich... Lass gut sein. Wie gesagt, Präsentationscomputer ist damit erledigt. Ja. Wir brauchen noch einen Steuercomputer. Das heißt, du bist ja dann theoretisch ja auch zeitgleich in Zoom mit eingeloggt, um das zu steuern. Ist das so oder machst du das diesmal nicht? Es gibt ja, glaube ich, nichts zum Steuern. Okay. Also wir brauchen ja einfach nur ein Signal, was dann an Zoom rausgeht. Okay. Und das kommt ja aus dem Atom raus. Warte mal, wir hatten beim letzten Mal hatten wir noch einen OBS-Rechner dazwischen. Um dann ja auch Sachen wie Pause-Einspieler und so zu haben. Wenn du das haben möchtest, dann brauchen wir das, ja. Ja, brauchen wir. Dann schmeiße ich meinen Mac Mini noch mit rein in den Koffer. Da ist OBS nämlich drauf. Das sind auch noch die ganzen Sachen vom letzten Jahr drauf. Ah, das ist gut, weil dann muss das nicht neu eingerichtet werden, okay. Gut, dann schmeiße ich den mit rein. Ich nehme dann die komplette Videotechnik, einschließlich HDMI-Verkabelung und... Ausreichend Monitoren? Ich habe zwei. Du müsstest drei haben. Einen haben wir letztes Jahr gekauft. Ich habe einen 24er, der mir gehört, und einen 24er, der DTG gehört. Wie viel brauchen wir denn? Also ich brauche für den Mac Mini ja einen, um OBS zu steuern. Kannst du haben. Gut, der Rest ist mir egal. Ja, alles klar. Ganz kurz, weil das fand ich hattest, du sprichst aber bitte trotzdem noch mit Sophie, lässt in Kontakt geben, weil wir brauchen ja also nicht nur das eine klären, sondern wir brauchen da auch wirklich kabelgebundenes Internet. Richtig. Weil ich nehme ja dann wieder die Unify Firewall mit und da bauen dahinter ja wieder unser Netz auf in klein, damit wir untereinander miteinander kommunizieren können und dann einfach nur noch ein Signal haben, was rausgeht. Das bedeutet, wir brauchen auch Ethernet. Ein paar Kabel. Das würde ich ja alles einpacken. Kriegst du das mit im Zug? Habe ich letztes Jahr auch mitbekommen. Stimmt, da hast du recht. Okay, das bedeutet, dann haben wir haben die beiden Kameras, Stative natürlich auch, lange HDMI-Kabelwege, haben wir Atem Mini Pro, dann habe ich Mischpult, Mikrofon-Case mit vier Mikrofonen. Wir brauchen ein langes Audiokabel, um im Zweifelsfall in die Hausanlage reinzukommen. Ja. Ja, habe ich was vergessen? Müssen wir den zweiten Raum bestücken? Nee, aber was du natürlich vergessen hast, und das ist das Entscheidendste von allem, und ich bin persönlich und menschlich enttäuscht, die Kabelbrücken. Ja, nein, da packe ich so viel ein, wie es ins Auto reingehen. Wir haben 21 Meter. Ich hoffe nicht, dass wir 21 Meter benötigen, weil damit ist ja der halbe Kofferraum schon voll. Beim Tolkien-Tag in Jena hätten wir ihn gut gebrauchen können, die Kabelbrücken. Da müssen wir auch nächstes Jahr definitiv eine Folge machen. Da müssen wir die Jena-Fährtinnen rechtzeitig mit ins Boot holen. Also da gab es halt so ein paar Sachen für ein Erstlingswerk, grandios gelaufen. Es gab nichts, wo ich sage, das ist ein Showstopper, aber es gibt schon ein paar Sachen, die waren hart an der Grenze. Die möchte ich nächstes Jahr nicht mehr. Aber das ist auch überhaupt kein Problem, weil das Material im Verein einfach da ist. Das ist aber einfach so, ich wusste nicht, dass sie sowas machen.
sie wussten nicht, was es alles braucht und Co. Ich meine, das sind Sozialarbeiter, Lehrkräfte und Co. Eventmanagement ist jetzt nicht deren Hauptkompetenz, was auch vollkommen okay ist. Aber wie gesagt, da gibt es noch so ein paar Sachen und dann gibt es halt 2 Folgen mehr nächstes Jahr. Das ist eine gute Idee. Aber nichtsdestotrotz, wenn alles gut geht, dann schaffe ich es noch, die Kabelbrücken vorher zu markieren. Ja. Julia wollte mir Schablonen plotten, damit ich dann mit Markierfarbe die dann ordentlich beschriften kann. Also nicht groß, DTG e.V. oder sonst wie. Also nicht Deutsche Tolkien Gesellschaft ausgeschrieben, sondern nur DTG e.V. Mehr nicht. Ja. Damit das dann halt das Zeugs keine Beine kriegt. Und ich werde mit Sophie, ich werde sie mal anrufen. Fertig. Ich bitte sie darum, dass sie mir ihre Nummer schickt. Dann telefonieren wir einfach mal. Und dann schaue ich mal, wie viel Meter wir überhaupt brauchen. Also es gibt da keine Tisch und Co. Sie meinte, aber wir können da ruhig Tisch aus dem zweiten Raum hinstellen. Wir können da also auch relativ nah dran. Ich gehe also auch davon aus, dass es im Prinzip ähnlich sein wird wie letztes Jahr in Jena. Ja, wir können kein FOH hinten am Ende machen, das schaffen wir gar nicht. So viel Material haben wir nicht. Wir müssen nah am Präsentationspult sein. Fertig. Aber dann dürfen wir nicht schlafen dann während der Präsentation. Das ist auch doof. Ich glaube, das kriegen wir hin. Beim letzten Mal hat es ja auch funktioniert. Wir fahren dann hier in Köln am Donnerstag am frühen Nachmittag los. Ja. Ich auch. Wir kommen erst am Freitag um 12 Uhr rein. Was? Ja, wir haben 2 Stunden, alles aufzubauen. Was? Also bereite alles sehr gut bitte vor. Du, was? Du, ich kann es nicht ändern. Das sind auch so Sachen. Das sind so sportlich. Sachen, die haben wir dann auch vergessen, irgendwie vernünftig zu kommentieren im Vorfeld. Also das ist auch etwas, dass die Orga viel besser auf dem Schirm haben muss. Also ich glaube, wir müssen uns beide in Ruhe, nicht im Podcast, sondern abseits des Podcasts hinsetzen und eine Liste erstellen. Ich komme gerade nicht auf den richtigen Begriff. Ein Ablaufplan und eine Technikliste und ein Lageplan, wo alles draufsteht. Nee, noch nicht mal. Was ich tatsächlich meine, ist ein Anforderungsbogen. Ah, okay. Also das ist einfach ganz klar. Also wenn wir einen Raum haben, alles schön und gut, aber der Raum muss 4 Stunden vorher zugänglich sein. Wir brauchen Drahtinternet. Ich kann mich, also kleiner Schwank, und ich glaube, sie nimmt es mir auch nicht übel, Sophie war auch mal in einer der Talkshows. Ich glaube, es ist auch einer die erste oder die zweite zu Gast als Expertin. Und sie hatte immer wieder Aussätze. Dann meinte ich, ja, bist du denn im WLAN drin oder im normalen Netzwerk? Und sie guckte mit großen Augen, was ist denn Netzwerk? Und die hat halt nur ihr Tablet. Und ich meine, sie gehört halt zu einer Generation, wo es halt einfach in einem Haushalt im Regelfall ja überall Internet gibt. So aus der Luft. Wie gesagt, das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber das sind dann einfach Sachen, wo man halt klipp und klar sagen muss, wir brauchen einen Zugang zur Hausanlage über Klinke oder Cinch. Wir brauchen ein Netzwerkkabel mit freiem Internet. Der muss nirgendwo am besten nichts blockiert. Wir brauchen Tische, wir brauchen jenes und welches. Und das sind dann halt einfach Sachen, die, wenn die Leute das wissen, und ich glaube nämlich auch, das Problem ist schlicht und ergreifend, dass Sophie weil sie es nicht wusste, den Raum halt erst für ab 14 Uhr geblockt hat. Und die Uni dann natürlich gesagt hat, ja gut, wenn der Raum erst um 14 Uhr geblockt ist, dann können wir ja bis um 1, bis um 12, können wir ja Vorlesungen machen, ja. Wenn man aber von vornherein sagt, wir blocken den kompletten Freitag, dann ist das auch kein Problem. Aber das müssen die Leute halt wissen und das müssen wir uns halt ganz, ganz groß auf die Fahne schreiben, dass wir ein Anforderungsprofil erstellen, was geklärt werden muss mit den Menschen, die das halt ausrichten, damit die halt sofort was haben und sagen, damit kann ich jetzt zum... Also in der Technik wäre es ein Lastenheft, in der Veranstaltungstechnikbranche heißt es Rider. Ja. Müssen wir tatsächlich erstellen, ja.
Weil diese Veranstaltungen hybrid werden nicht weniger, das wird eher mehr. Ja, und ich meine, es ist natürlich einfach auch für uns gut zu wissen, was wir brauchen und was nicht. Mhm. Das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir sage, das kostet jetzt alles nicht viel, aber das erspart uns nach hinten raus einiges an Arbeit. Mhm. Für solche Sachen, wenn es auch schnell gehen muss, ist tatsächlich, wäre die Erstellung eines, wie soll ich sagen, eines kompletten Case-Systems, wo alles eingebaut ist, wo du es nur noch reinrollst, Kabel steckst, aufklappst, startest und fertig. So weit sind wir noch nicht. Beim Netzwerk schon. Beim Netzwerk, ja, das ist richtig. Aber ist halt dann auch wieder nicht zu geeignet. Dafür ist es dann zu groß. Ja, aber tatsächlich ist das etwas, was wir unbedingt im Hinterkopf behalten müssen. Ja, das heißt, wir müssen uns einfach selbst dran erinnern, beim Recap, dass wir da gleich schon mal ein paar Sachen niederschreiben, die uns in der Hinsicht halt aufgefallen sind und die halt einfach klar sein müssen, weil das Seminar für nächstes Jahr wird ja bereits geplant. Richtig. Und von daher sollten wir damit jetzt auch nicht zu lange warten. Klar, das ist jetzt nichts, was wir jetzt heute fertig machen müssen, aber schon etwas, wo man sagt, so kann man mal angehen. Dann ist es ja tatsächlich dieses Jahr wirklich gar nicht so schlecht, dass wir zu viert sind, weil wenn wir wenig Zeit haben, ist es natürlich zwei oder anderthalb Hände mehr natürlich auf jeden Fall sinnvoll. Oder wenn wir allein schon mal einen haben, der einen Überblick behält. Richtig. Ne, dann muss ja nichts tragen oder sonst was machen, aber der kann halt einfach sagen, okay, den kann man ja auch so blöd, dass das jetzt anhört, den kann man sagen, such mal bitte die und die Person oder kümmere dich mal bitte darum, dass das und das erledigt wird. Also das hört sich jetzt komplett despektierlich an, aber ihn als Laufburschen zu benutzen, weil er ja eine Hand nicht benutzen kann aktuell. Allein damit ist er ja schon eine riesengroße Stütze, wenn jetzt nicht noch du und oder ich durch die Gegend laufen müssen, um den Hausmeister zu finden. So wie letztes Jahr. Ja. Da haben wir ja 2 Stunden nach dem Hausmeister gesucht, das weiß ich noch. Die 2 Stunden haben wir dieses Jahr nicht. Definitiv nicht, nein. Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Das bedeutet, am Wochenende vorher werde ich packen. Ja. Ja. Und dann holst du, wie gesagt, am besten testest du dann, am besten jetzt dann am Wochenende testen. Wir können das ja auch gerne. Ich glaube, ich bin am Sonntag alleine. Ich gucke mal gerade in den Kalender, da hatte Annika nämlich eingetragen, dass sie im Spa ist. Das heißt, theoretisch könnten wir uns... Im Spa oder im Spa? Im Spa. Da, es ist in der Therme. Ah ja. Und das heißt, wir können uns, wenn du magst, halt auch einfach mal wieder Zoom aufmachen und das Ganze dann halt auch einfach vernünftig testen. Was schlägst du vor, wann? Du, ich hab den ganzen Sonntag Zeit, irgendwann nach dem Aufstehen. Meinst du jetzt den 15. oder den 15. Ja, ja, das geht. Weil danach, das Wochenende drauf, willst du ja schon packen. Und wenn wir jetzt am 15. feststellen, und wir hatten ja auch gesagt, du testest auch gerade die langen Kabel, auch wenn wir sie ja nicht verlegen müssen, aber halt einfach damit sicher ist, dass da kein Kabelbruch und Co. ist. Am Freitag soll es geliefert werden. Wenn es am Samstag kommt, ist das ja auch kein Problem. Aber dann trage ich mir das auch mal gleich in den Kalender ein, Seminar-Testlauf. Machen wir am frühen Nachmittag oder so, ne? Wenn das okay ist. Du, alles da. Also wie gesagt, ich bin, wenn du mir reicht eine Stunde vorher Bescheid. Ja, alles klar. So nach dem Motto, ihr seid jetzt mit dem Frühstück fertig oder so und sagst du, ach ja, so, ich würde jetzt mal so langsam die Sachen zusammensuchen, dann wenn du mir dann einfach eine Nachricht schickst, dann plane ich das in meinem Tagesablauf mit ein. Alles klar, kriegen wir hin und nur zur Info, die Woche drauf bin ich mit Maike in Hannover bei den Hannoverim. Ach, du bist die Person aus dem Vorstand, die da ist. Sehr interessant. Der Uli hatte sich gemeldet Anfang der Woche und dann haben wir das klar gemacht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, hast du noch was für die Folge jetzt hier? Ja, nehmen wir zur Sicherheit einen Beamer mit oder nicht? Nein. Okay. Also das ist, die Sachen setzen wir voraus, vor allem wenn das wirklich ein großer Hörsaal ist und dann irgendwie wie in Marburg. Der ist fest montiert dann, ne? Ja, irgendwie, keine Ahnung, 10 auf 3 Meter. Also, das können wir nicht leisten. Nee.
dann haben wir eigentlich hauptsächlich ja Kabel und Adapter einzupacken. Kabel, Adapter, Audio-Equipment, Laptops, Monitore. Also das wird schon... Es läppert sich, ja. Das ist läppert richtig. Sich. Ja, aber ich glaube, wenn wir bei dieser... wir hatten ja letztes Jahr eine sehr aufwendige Zoom-Lösung gewählt, die wir diesmal nicht haben. Der einzige Haken ist, steht und fällt halt mit dem mit der Entfernung zum Vortragspult, weil die HDMI-Kabellängen halt limitiert sind. Ja, aber auch das meinte Sophie, dadurch, dass es da ja nichts Festes gibt und wir ja eh nicht in die reingehen, weil sie dann ja nach oben gehen, ist es halt einfach wahrscheinlich 2 Meter vom Rednerpult an der Seite. Also ich gehe davon aus, dass es exakt die Entfernung sein wird, die wir letztes Jahr in Jena auch hatten. Ja, und die Fragen aus dem Plenum, wenn da jemand was fragt, die Person muss einfach runterkommen und sich dann ans Mikrofon stellen, damit sie sichtbar ist. Ja. Ich finde, das ist machbar. Hat ja auch letztes Jahr funktioniert. Ja. Sind das jetzt Gesangsmikrofone, die du hast, oder sind das normale Sprachmikrofone? Das sind Bühnenmikrofone, sind für alles nutzbar. Da sind Kondensatorkapseln drauf, die für beides geeignet sind. Gut. Das ist eine super Niere. Das ist perfekt, weil auch die Leute gehen dann ja bei solchen Sachen nicht immer nah genug ran. Ja, also das, wenn wir einen Bauchredner haben, dann haben wir keine Chance. Ja, aber nein, ich meine so, diese Aufnahme ist gerade der beste Beweis. So häufig, wie du dich jetzt bewegt hast und mal nach vorne und zurückgegangen bist, hätten wir beim letzten Mal dich irgendwie schon nicht verstanden. Jetzt hast du in Anführungszeichen vernünftiges Mikrofon, also ein Mikrofon, das für diesen Anwendungszweck ja entwickelt wurde. Und schon funktioniert es in Anführungszeichen, auch wenn man mal den Kopf dreht. Und das meine ich ja, also klar, wenn ich jetzt sitzen bleibe und nur brülle, muss es ja nicht funktionieren. Aber wenn ich halt auch mal so 20 Zentimeter vom Mikro weg bin, soll es halt trotzdem noch funktionieren. Genau. Kann man leider nicht im Saal einsetzen. Dafür ist es nicht gemacht. Ja. Ja, so ist es. Für jeden Anwendungsfall ein anderes Mikrofon. Ja, kannst ja deinen Schuh mitnehmen und dann als Rednermikrofon. Also für Fragen. Die 4 Sennheisers vom Jan, die haben sehr gute Kapseln. Dadurch, dass die ein Kondensator-Mikrofonkapsel haben, sind die deutlich empfindlicher als dynamische Mikrofone. Und die sind halt tatsächlich für Gesang und Sprache geeignet. Okay. Haben sehr guten Klang. Perfekt, dann nehmen wir die doch. Ja. Alles klar, super. Dann würde ich sagen, machen wir mal für heute den Sack dicht. Wünsche dir dann noch einen schönen Restabend. Und wir sehen uns dann ja schon und hören uns dann ja am Wochenende. Alles klar. In diesem Sinne, Johnny. Tschüss an alle. Tschüss, Tobias. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.